Ja, auf der Caravan Live Messe in Freiburg bin ich am Stand von Schwarzwald Mobil und die vertreiben die Waage Wingam. Ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal geläufig gewesen, aber nicht sehr bekannt in Deutschland, mir auch nicht. Und um das Ganze mal vorzustellen, habe ich den Rainer hier als Spezialist der Firma Schwarzwald Mobil für die Firma Wingam. Und der erzählt uns einfach mal, was hier auf sich hat, was das Besondere an diesem Fahrzeug ist. Hallo Rainer, vielen Dank, dass du mit uns das Video machst. Gerne. Ja, hallo erstmal an alle Zuschauer. Wir sind hier bei Firma Schwarzwald Mobil und wir haben als eine Marke im Haushalt Wingam. Und das Wichtige bei Wingam, bei Wohnwagen sowie auch Wohnmobile, ist halt der Monocoque-Aufbau. Das heißt, ich habe alles in glasfaserverstärkten Kunststoff, damit fugenlos und nahtlos ewig dicht, sage ich mal. Und man kennt halt GFK aus dem Yachtbau, so ähnlich ist er dann auch hier gestylt wie ein Boot. Also ich habe keine Fuge, gar nichts, keine Übergänge, alles in einem Stil, ne? Genau. Wie beim Boot, ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Genau. Ne? Das ist eigentlich, ne? Ja. Und ich habe natürlich auch dann damit die Stabilität wie Mach beim kaputt, Boot. Du. Nee, beim GFK kannst du ruhig, wir haben einen Kollegen, der hat mit dem Gummihammer schon draufgehauen. Okay. Ne? Und beim GFK ist es kein Problem. Sollte es mal so sein, dass der Golfspiegel hier rangeschraubt ist, dass man eine tiefere Furche hat, richtige Schrammen hat, kann man das GFK ohne weiteres wieder abschleifen, mit GFK wieder aufbauen und dann wieder quasi lackieren, ganz normal reparieren. Also es ist einfacher wie jetzt quasi bei einem normalen Alubleche, was ich habe. Genau, ne? Bei Alublechen brauche ich immer wieder neuen Kotflügel, neue Teile oder sowas. Okay. Hier kann ich halt ohne weiteres flicken. Okay. Wenn was Größeres ist, kann man den auch ausschneiden und mit GFK quasi wieder die Platten wieder aufbauen, damit man es danach nicht mehr sieht. Okay, ja, ist schon interessant. Ich glaube, das ist so relativ besonders. Die ganzen deutschen Hersteller auf jeden Fall machen es nicht so. Ne? Und zu den Daten kommen wir übrigens gleich. Wir gehen einfach mal außen rum rein. Ne? Ja. Wir gucken mal gerade, hier habt ihr nochmal Schwarzwald Mobil. Ja. Das ist eine von, du hast gesagt, 4 der 5 Händler in Deutschland insgesamt. Ne? Ne? Weil allein wegen Dichtigkeitsgarantie, sag mal, wie lange die Garantie ist bei dem Fahrzeug? Ja, was heißt Garantie? Wir haben mal 15 Jahre dran geschrieben. Ja, okay. Aber bei dem GFK ist es eigentlich egal, was ich dran schreibe. Ihr habt ja keine Fugen und nichts, ne? Eben, wenn er undicht ist, kann das nur an der Dachluke liegen und das merkt er beim ersten Regenschauer. Da reichen 2 Wochen Dichtigkeitsgarantie. Ja, ja, gut, klar. Aber ansonsten haben wir da eigentlich kein Problem. Okay, dann sehe ich hier schon, ihr habt eine Schlingerkupplung und wahrscheinlich ist das ganze Chassis von Algo, gehe ich schon aus, ne? Ja, genau. Auch Vollgummistützrad, seht ihr hier ganz schön. Zu den Daten und so weiter kommen wir gleich noch. Den Staukasten hier können wir leider nicht aufmachen, weil der wurde nämlich ramponiert, das Schloss ist defekt, ne? Ja, leider ist das. Das ist ein bisschen schade, aber es ist auch 2x11 Kilo Gasflascheaufnahme und ein bisschen Stauraum für sonst noch was, ne? Ja. Gehe ich schon aus, ne? Ja, genau. So, ihr seht auch hier die schönen Griffe zum Rangieren. Werden denn die Fahrzeuge überwiegend mit Mover bestellt? Kannst du was zu sagen? Würde mich mal interessieren. Nee, zum Gewicht kommen wir gleich. Der ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Den großen immer mal wieder, ja. Wobei wir haben noch einen kleineren. Da ist es eher selten, dass der mit Mover bestellt wird, weil den kannst du wirklich fast mit einer Hand bewegen. Ja, zu Gewichten kommen wir gleich. Ihr werdet überrascht sein. Bleibt einfach dran. Wie heißt der jetzt hier? Wingam? Ja. Wie Modellbezeichnung meine ich jetzt? Rookie. Der Rookie ist ja klar. Ja. Der Rookie, genau. Und das ist der große. Ja. Und es gibt noch ein kleineres Modell. Ja, da haben wir noch den M und den L, den Rookie. Okay. Und wir haben auch noch eine Crossline. Das ist aber mehr Design-Studie. Der hat das Reserverad hinten noch dranhängen. Ach so, ein bisschen Offroad-Faktor. Ein bisschen auf Offroad, bisschen auf Country gemacht. So, hier seht ihr auch unten das schöne Loch für die Stützen zu erreichen. Genau, wie gesagt, Alco-Chassis ist ja in Deutschland durchaus bekannt, haben ja viele Wohnwagenhersteller. Hier sehen wir schon die Kühlschrankgitter, hier ist die Stromeinspeisung. Wir haben die Alufelgen, sind wahrscheinlich im Standard mit dabei oder ist das eine Sonderausstattung? Ja. Nee, das gehört dazu. Standard, okay. Ja. Ja, dann haben wir hinten die Toilettenkassette, kannst du gerade mal aufmachen, was haben wir mit da drin? Also großen Badezimmerfenster. Da hängt jetzt nur die Messebeleuchtung drin, dürfte schon drunter, genau. Aber ich denke, das gucken wir gleich noch von innen. Wir gucken natürlich von innen, klar. Dann haben wir hier dann im Prinzip die normale Dometic-Kassette. Ne? Aber die ist jedem. Ja, das denke ich, brauchen wir das jetzt zeigen. Sag ich mal. Ne? Genau, mehr verbreitetes Tedford, aber das System ist ja überall dasselbe. Ja. Ne? Ne? Das ist. Jo, dann können wir einmal hinten rum. Ja, haben wir, wie gesagt, alles in weiß, komplett glatt.
So, ja. Dann gucken wir mal hinten. Ja, da ist. Ja, hier sieht man eigentlich beim Übergang auch wieder. Warte mal, ich muss auf die andere Seite. Keine Vogel, nichts. Ja. Ich muss in der Sorte filmen. So. Ja, da haben wir den Rookie L, da haben wir den Schriftzug nochmal in L und ah, M. Ja. Der ist der kleinere. Okay, der L ist der große, also wir haben jetzt hier den großen, der ja. kleinere ist der M dann, ne? Ja, genau. Okay, hier seht ihr mal das Heck. Ne? Sind das Voll-LED-Lichter? Ja. Okay, ne. auch so ein bisschen im, ich sag mal, Retro-Look einigermaßen, ne? Ja. Ne. Ja, interessant. Ja, auch wieder die Löcher für die... Für die Aufnahme? Für die ja. Aufnahme der Kurbel, genau. Und ich glaube, was Besonderes ist, ist hier die... Der Heizungsausgleich, ich habe eine Kombi verbaut, sieht man, glaube ich, ja, hier ganz gut. Genau. Und nebendran ist der Frischwassertank. Ja. Im Heck ist das ja nicht so geläufig. Ne? Die meisten haben es auf der Aufbauseite. Aber im Heck das zu verstauen. Ja, aber dadurch, dass wir halt eine Dusche und Toilette auch im Fahrzeug haben, dadurch ja. haben wir dann auch den Frischwasser. Muss ich jetzt lügen? Ich glaube, das sind 50 Liter oder sowas. 50 Liter Tank, okay. Ja, ja. Okay. Was also man auch hier an der Stauraum. Nicht wie bei den Mobilen, dass da riesen Tanks drin sind. Oder nee, sowas. Das ist klar. Im Wohnwagensektor ist ja 50 Liter schon eine große Version. Ja, ne? Ist halt schon was Muss weniger. Man dazu sagen, genau. Hier haben wir jetzt unter dem Bett eine Stauraumklappe und hier sieht man auch schön den Übergang. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Übergang von dem GFK Monocoque hier zu dem Boden, der einfach aufgeklebt ist. Und was man auch löblich erwähnen muss, ist es alles. Ich mache Kramers Licht an. Warte mal. So, jetzt haben wir Licht. Jetzt haben wir nur grünes Licht. Warte mal, oder? Ja. So kommt er. So, jetzt haben wir wenigstens Licht. So, hier sieht man mal ganz gut. Also ist auch alles schön verkleidet. Das ist wirklich löblich. Das bemängel ich immer bei manchen deutschen Herstellern, dass die irgendwelche Rohre frei liegen lassen. Und hier hinten dran sieht man ganz gut. Hier ist die Heizungsanlage und auch der Frischwassertank. Ja, und die Batterie. Und die Batterie auch. Frage, das heißt, das hier kann ich wegmachen, das Brett hier, und dann komme ich relativ gut da dran. Dann kommt man da. Das ist sehr löblich, ja. Also hier sieht man auch, warum das jetzt im Heckbereich ist. Ich versuche mal da reinzufilmen einigermaßen, aber ich denke, das kann sich jeder jetzt einigermaßen vorstellen. Das sieht ganz gut aus, ja. Aber das ist auch, dass man da gut drankommt, ist auch der Bauweise geschuldet. Wenn wir die Karosse ja quasi selber bauen, dann haben wir die Karosse eben fertig. Da sind die Formen drin. Und dann geht alles zum Innenausbau, geht durch die Tür rein und wird auch durch die Tür dann gebaut. Genau, also es ist nicht wie bei den Deutschen, dass man von innen nach außen baut, sondern es wird von innen nach außen gebaut, von außen nach innen gebaut, weil das Monocoque ja fertig ist. Ich könnte theoretisch ohne Möbel, ohne alles den Wagen zulassen, ziehen und fahren. Ja, genau, genau. Und damit sind wir eigentlich auch, wir kommen überall wieder dran, wenn Reparaturen sein sollten, sind wir da relativ einfach. Okay. Unterwegs. So, bevor wir zum Schild kommen, zeige ich gerade mal noch den Aufbau bzw. die Tür. Ja. Die hat es auch in sich. Allein die Breite von der Tür. Muss ich gerade mal zeigen, ist schon interessant. Ja. Ist schade, muss ich sagen, dass kein Fenster drin ist. Ne? Das ist wahrscheinlich relativ aufwendig. Ne? Und schaut euch mal die Scharniere an. Das ist richtig Metall. Ich habe es schon mal angegriffen. Also. Richtig massiven Metall-Scharniere, also die gehen am schlechtesten kaputt. Geht's? Ja, okay. So, hier haben wir dann nochmal den Namen. Wingam L. Ihr seht hier, Grundpreis sind 31 knapp. Ne? Und der hier liegt bei 35. Wie gesagt, ist ein komplett Monocoque und hat auch schon einiges an Ausstattung dabei. Und ich glaube, das Interessante hier ist, Gesamtlänge mit Deichsel sind 6 Meter. Also er ist relativ kompakt, finde ich noch. Breite nur 2,17, also auch relativ schmal. Höhe 2,54 und schaut mal nach dem Gewicht, das finde ich sehr interessant, 1200 Kilo, weil momentan machen ja viele mit Leichtbau, den habt ihr ja hier automatisch schon. Ne? Ist ja, ein Leichtbau-Karawan. Und trotzdem vernünftig isoliert. Genau, und du hast gesagt, von dem Leergewicht sind ungefähr 900 Kilo, ne? Ja. Okay, 900 Kilo Leergewicht, also 300 Kilo Zuladung habt ihr. Für einen Zwei-Personen-Wagen reicht das auf jeden Fall, selbst für vier Personen ist 300 Kilo noch relativ gut. Und ja, oben noch eine Vorzellleuchte, die wollen wir nicht ganz vergessen. Und was wir auch nicht vergessen wollen, habe ich gerade erwähnt, das sind alles Rahmenfenster. Also sie sind wirklich in den Aufbau integriert, also stehen nicht nach außen. Ist also auch die bessere Variante, auch was die Dichtigkeit oder Winterisolierung betrifft. Das ist schon echt sehr gut gemacht. Ja, da würde ich sagen, ich gehe nach dir rein. Also ich vor dir. Ja, geh du ruhig vor. Ja, dann gehen wir mal vor. So, hier unten haben wir nochmal so eine Eintrittsstufe. Das ist vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen. So, und hier vorne, machen wir einmal einen Rundumblick, haben wir vorne das Bugfenster, haben wir von außen schon gesehen.
Wir haben eine Sitzgruppe, ne? Eine vollwertige Sitzgruppe, ja? Ja. Wobei die haben wir jetzt deswegen nicht das Polster da vorne quer. Man kann den Tisch absenken. Und wie wir eben schon festgestellt haben, wenn er vom Gewicht her mit 4 Leuten auch noch geht, hier können wir noch umbauen und noch 2 mitnehmen. Also von daher. Okay, weißt du die Maße von dem Bett dann, wenn ich umgebaut habe, auswendig? Der ist 1,40 mal, das sind jetzt knapp 2 Meter. 2 Meter, okay, also 1,40 mal 2 Meter, so normales 1,97, so eine krumme Zahl ist. Okay. Okay, gut, wir haben hier oben noch ein Hegi verbaut, das sollten wir auch, wie gesagt, auch mit Messebeleuchtung aktuell. Und man sieht hier auch schön in den Ecken, das ist alles hier mit Stoff bezogen und hier ist wirklich die Rundung, wie man sie außen hat, wirklich in einem Teil gegossen, ne? Ja. Erstaunlich, ja. Dann haben wir hier oben haben wir dann die Truma Inet-Bedienung, wie man sie kennt, Kombi 4E, ne? Heizung. Ja. Und hier ist dann Bedienpanel von Wingam wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Da habe ich dann Stromanzeige, wie viel da ist, wie ist die auch immer, und so ist die auch immer mit dabei? Ja, ja klar. Den brauchen wir ja eigentlich schon allein für Wasser- und Stromanzeige. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Dann haben wir hier das französische Bett, ne? Ja. Dürfte auch so 1,40 haben vielleicht. Ja. Das ist ein relativ schmales, klar. Hier darf man nicht vergessen, der Wagen hat nur 2,17 in der Außenbreite. Also da kann ja kein 1,60er Bett drin sein. Ja. Wie soll das funktionieren, ne? Ja, gut, sonst. Und hier oben auch auf alles mit Schnappe. Habt ihr es gesehen? Muss man hier aufklappen, also mit Verriegelung und auch alle groß und geräumig, ne? Rundherum. Hier vorne haben wir noch Ablage, hier haben wir noch Licht. Den Bereich unter dem Bett haben wir schon gesehen, da ist ein Schrank. Machen wir gerade auf, bitte. Ja, klar. Ja, Kleiderschrank, ne? Kleiderschrank und dann da sind noch 3 Schubladen drunter. Und jo, der war jetzt ein bisschen. Okay. Da haben wir eigentlich die normalen Schubladen für, ja, von Unterwäsche bis... Was man da reinmachen was will. Was man so braucht, genau. Ja. Genau, also, ja gut, langt ja auch vom Platz. Sag mal, wenn man jetzt vom 2-Personen-Wagen ausgeht, was er in aller Regel sein dürfte von der Größe her, ist das für 2 Personen auch vom Platz her ausreichend, ne? Dann haben wir hier gegenüber, warte mal, ich gehe mal hier in den Eingang rein. Da haben wir dann... Da haben wir dann die Küche und die ist auch für die Größe des Wohnwagens erstaunlich groß, ne? Ja. Das ist und der Baukühlschrank Dometic, ja? Ja. Gut, also wie gesagt, ausgehend von 2 Personen auf jeden Fall ausreichend. Und hab dann hier, machen wir gerade nochmal diesen Schrank dahin auf, den finde ich sehr interessant. Ah, da ist, so ein, da ist auch die Absperrventile von der Gasanlage sind mit dabei, genau. Und das ist normale Schubladenbesteckeinsatz und so, ne? Das ist, ja. Ich finde, glaube ich, ja gut, aber jetzt zur Messe eh keinen Einsatz drin und nichts. Nee, aber normal ist ein Einsatz ist, wahrscheinlich drin, ne? Ne, das ist. Genau, habt ihr 2 Flammenkocher oder 3 Flammenkocher? 2 Flammen. 2 Flammen, ja. Da sind wir dann irgendwann konsequent so übergegangen, dass wir nur 2 Flammen nehmen. Weil häufig war bei den 3 Flammenherden eh kein Platz für 3 Kessel. Töpfe. Ja, ich sag mal so, uns würde auch ein 2 Flammen reichen, weil wer kocht mit 3? Ja. Wenn man jetzt drin lebt, generell drin lebt, ist es vielleicht was anderes, das mag das sein. Ist ne? Dann, ne? Aber wenn man jetzt nur als Spaß ist, glaube ich, kein Problem. Ne? Ja, dann nochmal zur Küche passende geräumige Oberschränke. Ne? Sehr schön. Und das Bad nebendran noch. Ne? Wobei auch das... ja, klar. Genau, mal film ich gerade mal rein. Gehen wir da mal. Ja, gut, da ist die Messe wirklich gerade nicht eingesteckt. Ja, gut, da ist die Beleuchtung nicht eingesteckt. Aber ihr seht, hinten dran ist eine vollwertige Dusche. Finde ich auch sehr gut. Vollwertige Dusche, komplett drin, die ich komplett zumachen kann. Hab ein Fenster mit drin, hab Staufächer hier mit drin. Waschbecken, Toilette. Ja, wie man, also für die Größe Wohnwagen ist es wirklich sehr, sehr geräumig, muss man sagen. Ja, ich muss sagen, also mir gefällt der gut, ist mal was anderes, deswegen wollte ich auch den Wagen zeigen. Das ist ein Wingam, wie gesagt, ist nicht bekannt in Deutschland, ist Monocoque, ist glaube ich auch was sehr Besonderes, rund um GfK, haben viele Wagen, gibt es viele, aber nicht in diesem einen Guss. Ich glaube, das ist was Besonderes und auch, ich glaube, der Innenraum ist jetzt nicht so sehr besonders, ne? Also von der Aufteilung her ist sowas Klassisches. Die Dusche ist vielleicht noch was und was er aus der Größe, ne? Ich meine, er ist ja relativ groß. Innen drin für das, was er außen kompakt ist. Das muss ich sagen, gefällt mir echt sehr gut. Ja. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Wagen gefällt. Würde mich interessieren. Die Firma Schwarzwald Mobil verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt, wendet euch hierher. Könnt euch den Wagen gerne angucken im Geschäft. Ansonsten Like fürs Video dalassen. Dankeschön. Vielen Dank, Rainer. Mach's gut. Gerne. Ciao.